Hüpfen, hangeln und schwingen. Die Schülerinnen und Schüler am Bildungszentrum Nord in Rommelsbach können sich ab sofort in der Pause auf ihrer neuen Spiel- und Bewegungsanlage richtig austoben. Auch Schulleiter Markus Furich freut sich über den fertigen Fitnessturm. Im Schuljahr 2017/18 haben wir im Schulleitungsteam uns überlegt, wie wir nochmal ein Bewegungsangebot gerade für die Schülerinnen und Schüler im Teenageralter anbieten können hier bei uns auf dem Schulgelände. Haben dann eben bei der Stadt Reutlingen nachgefragt, ob da was möglich wäre. Und die Verantwortlichen der Achheimstadt waren gerne bereit dazu, die Finanzierung der insgesamt 570 Quadratmeter großen Sportanlage zu übernehmen. Weil Bewegung wichtig ist und Schülerinnen und Schüler sich bewegen müssen. Das ist gesundheitsfördernd und zu einem Schulalltag, wo man viel sitzt, da gehört auch Bewegung als Kompensation. Insgesamt hat die Stadt 80.000 Euro in die Anlage investiert, 70.000 Euro in die Bewegungsanlage und noch einmal 10.000 Euro für 6 neue Linden, die einst in der Ringelbachstraße standen und dort wegen 2 Bushaltestellen weichen mussten. Die Bäume sollen künftig hier Schatten spenden.